Im Jahr war der Ansatz da. Hier bewegt sich was. Und ich habe dann Hurra geschrien, als Annette Stuffer mich dieses Jahr angerufen hat und gefragt hat: Ulrich, magst du da mitmachen? Ich gesagt: Wow, eine Möglichkeit, einen Schritt weiterzukommen. Dankeschön. Ja, mach mal weiter. Wir haben uns ja. Sollen wir Pause machen oder können wir gleich weitermachen? Weitermachen, gut. Nein, nein. Wir hatten ja ein Vortreffen zu diesem Seminar dieses Wochenende. Da habe ich auch Proben genommen und angeguckt. Erinnert ihr euch an das Bild von meinem Hauswasser? Wo ist da der Unterschied? Nachdem wir ja nicht nur einen Tag oder eine Stunde hier unser Vortreffen hatten, sondern das ging ja auch über 3 Tage, haben wir mehrere Proben genommen und gemerkt, aha, es gibt einen Unterschied zwischen der Energie hier in Schondorf und der Energie des Wassers im Diessener Bereich. Das ist das Diessener Wasser. Ja. Mach nochmal da zurück, das war das der 15., glaube ich, ne? Der 15. Und am 17. sah das schon so aus. Wir haben wirklich intensiv gearbeitet. Und hier sieht man eine ganz andere Bewegung. Das nächste bitte. Es will sich was zeigen. Einen Tag später, am 18.8., gucke ich mein Hauswasser an. Ich will da gar nicht so mehr viel dazu sagen. Die Bilder, die sprechen so für sich. Nein, 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 nein. Es zieht, also mir zog es die Schuhe aus. Ich war erstmal erschrocken. Nur ist es nicht, ja, es ist ohne Wertung. Mach weiter. Für mich ist es, als wenn sich Seele zeigt. Es wird eine neue Verbindung geknüpft. Die Umgebung, die Landschaft, die Orte, der Ammersee. Hier kommt was in Verbindung, was vorher ohne Verbindung war. Wenn wir uns mal einspüren, wie wir leben in unserer täglichen Hektik, nur jeder so für sich.
ist das ohne Verbindung zu dem Nächsten. Und wenn wir als Truppe bei dem Vortreffen schon am Ammersee gearbeitet haben und wir sind ja auch um den See herum, haben wir uns miteinander verbunden. Das zeigt es. Das nächste. Ja, das ist ein bisschen dunkel. Das ist etwas ganz was Eigenartiges, was ich vorher noch nie hatte. Hier ist ein schöner runder Kreis und da so ein Wolkengebilde. Das ist was ganz was anderes. auch ein Versuch. Der sollte jetzt gar nicht hier rein, aber der ist irgendwie da reingerutscht, Entschuldigung. Vor einem Oberton singen und nach einem Oberton singen. Wie das Wasser reagiert. Ja. Macht mal wieder weg. Die zweite Folie. Wo ist denn das jetzt hin? Oder wie komme ich denn da wieder rein in dieses Programm? Machen wir PowerPoint. Ich sehe es nicht. Die zweite Folienserie. So, und jetzt geht das wieder hier auf voll. Boah, ich bin ja. Dieses Wochenende. Diese Struktur dieses Wassers, diese Probe vom Freitag schaut in etwa wieder so aus wie die Ursprungsprobe. Ein bisschen anders schon. Hier sieht man einen helleren Schein, nur in der Mitte ist es wieder so ein komisches, nebulöses Universum. Für mich ist es wie wenn ich länger mit jemandem nicht gesprochen habe. Dann geht der in den Hintergrund und verschwindet im Nebel. Wenn ich anfange, mit ihm zu reden, wird es deutlicher. Da zeigt sich was. Diese Probe hier ist mit zu St. Jakob gegangen. Nach St. Anna nach oben und wieder zurück. Sieht ganz anders aus. Wenn ich mit dem Wasser in Kontakt gehe und das Wasser beteilige, wenn ich überlege, wir bestehen je nach Alter in jungen Jahren bis zu 85% aus Wasser. In den älteren Jahren, wenn man weniger trinkt, sind es vielleicht noch 65%. Aber in der Mehrzahl bestehen wir aus Wasser. Und wenn ich mich damit beschäftige und ich auch genügend Flüssigkeit zu mir nehme, dann entsteht Kontakt, Beziehung. Und wenn Beziehung gepflegt wird, entsteht Struktur. Das ist eine Probe von Mayas Kunstwerk Aktion. Auch hier ist Bewegung zu sehen,
Was interessant ist bei Maya, das wiederholt sich, ich habe jetzt nicht alle Bilder hier, nur so ein Bogen mit so einem Punkt, das taucht öfters auf. Was immer es auch bedeuten mag. Auch das von Maya, so etwas, was hier einfach quer durchgeht, habe ich nie vorher gehabt. Auch das ist etwas, was ich in den Jahren nicht hatte. So eine Schwingung. Überhaupt nicht. Nie zuvor gesehen. Auch spannend. Hier eine Öffnung und hier eine Delle genau gegenüber. Was immer auch das bedeutet. Ich weiß es nicht. Gucken und staunen. Pilgern. Jürgen hat eine Wasserprobe ständig mit sich getragen und mir dann nach dem Pilgern am Samstag gegeben, damit ich eine Probe ziehen kann und die aufgetropft. Auch so etwas, was da durchgeht. Richtig, ja. Aber das ist jetzt also speziell nach dem Pilgern hast du mir das gebracht. Ich habe die Probe gezogen und wenn es rundum ist. Ja. Rundrum habe ich extra hingeschrieben. Was ist das? Okay. Das ist auch wieder etwas, was bei Maya vorher schon war. Hier so eine Einbuchtung und ihr seht hier auch so etwas. Und dazwischen entsteht eine Verbindung. Das sind hier auch irgendwie für mich so Synchronizitäten sichtbar. Pilgern. Diese Form habe ich bei Maya gehabt. Das ist jetzt Maya am Sonntag. Eigenartigerweise sind bei den Bildern von Maya unglaublich viel Fussel drin. Ich weiß nicht. Warum? Nur die Fussel haben auch seltsame Formen. Wo sollten sie anders sein als bei der Kunst? Ja. Das hatte ich auch noch nicht. Ich habe schon Kreis im Kreis gehabt. Aber nicht, dass dann nochmal was drin ist und dann hier schön diese Strukturen, wie bei diesem einem Flaschenwasser, was ihr gesehen habt, wo der Stern war, wo dann solche schönen Strukturen sich ausdrücken. Das kann man sich schon an die Wand hängen zu Hause. Das ist ähnlich. Das ist ähnlich. Es gibt
gerade bei Mayas Tropfen sehr viel ähnliche. Was auch sehr spannend immer ist, das sind diese Streifen. Manchmal sind die hier drumherum, manchmal laufen sie außen herum. Warum mal innen, mal außen, weiß ich nicht. Ja, das ist jetzt eine Detailaufnahme von diesem schönen Bild, wo ich gedacht habe, ich kann da noch mehr rauskitzeln mit einer anderen Vergrößerung. Hier nochmal ein bisschen anders, ohne diese kleinen Verästelungen. Ja, auch wieder. Ich kann es nicht sagen. Ist es ein Fussel? Ist es kein Fussel? Es sieht nicht nach Fussel aus. Es ist aber wieder so eine Art Verbindung. Ja. Jedenfalls ist etwas ganz schön am Schaffen. Da habe ich mich jetzt schwer getan. Pilgern rundum am Sonntag. Ich hab lauter solche Dinger gekriegt.